In einer fernen Zeit, in einem fernen Raum, der Planet Neu-Texas, ein Freiheitstraum. Das Land freier Menschen, so könnte es sein. Doch mischte sich immer auch Böses mit ein. Ein Mann des Gesetzes kam irgendwoher. Er hatte die Kraft wie ein Wolf und ein Bär. Beschützer der Schwachen, er trotzt jeder Gefahr. Der Hüter des Rechts, Marshall Brave Star. Verdammte Sandgeier! Glaube, noch weiter will ich nicht mitgehen. Es ist mir hier viel zu gefährlich. Was ist mit der verlorenen Stadt? Und das Kind, das du gesehen hast? Oh, mich haben gerade die Dingos gejagt, als ich das Kind sah. Aber vielleicht habe ich mir alles nur eingebildet. Was mich betrifft, die verlorene Stadt ist auch nur eine Einbildung. Was meinst du, JB? Auch genug von der Entdeckungsreise? Nein, wir sind zu weit gekommen, um jetzt einfach aufzugeben. Kein Mensch ist bisher so weit vorgedrungen. Es sei denn, das Kind existiert doch. Lass uns trotzdem weitersuchen. Sollten wir das Kind finden, können wir es zurückbringen. Nun, wenn ihr mich fragt, ist das alles Zeitvergeudung. Wer hat jemals von einem wilden Kind gehört? Und was jetzt? Ja, richtig. Wiedersehen, Leute. Bis bald. Greifen wir jetzt an, ne? Noch nicht. Warten wir, bis die Sonne sie blendet. Ja, richtig. Dann merken wir nicht, wer sie angreift. Sie hat schon die richtige Idee. Ich wäre auch lieber wieder in Fort Kerium. Was ist los, Big Partner? Willst du die verlorene Stadt nicht mehr finden? Wieso? Ich hab sie doch nicht verloren. Himmel, die Sonne blendet. Yahoo! Zeit ins Feld zu ziehen! Nimm das, nichtsnutziger Dingo! Hör auf zu schießen, Big Partner! Kräfte des Bären! Das wird sie vertreiben. Reiten wir weiter. Er ist ein Mensch. Nein, ich bin kein böser Mensch. Ich bin Wildchild, ein Naturkind.
Tut es weh? Wildchild ist zu stark für Schmerzen. Nun, wenn ich dir die Salbe auftrage, wird es mir besser gehen. In Ordnung? Du bist nicht wie andere Menschen. Du bist nett. So, dann darf ich mir deine Hand auch mal ansehen. Oh nein, lass das bitte nicht. Glaubst du, der Abtaster kann seine Handabdrücke lesen? Wenn er auf dieser Galaxie geboren wurde, ja. Nein, nein! Als Baby, Subjekt wanderte in die Wüste, Eltern suchten monatelang, verließ in New Texas, Bestimmungsort unbekannt. Das bin nicht ich, die Maschine lügt. Ich will meine Dingos wiederhaben. Dingos, diese hinterhältigen Landstreicher? Böse Kerle für die anderen vielleicht. Aber für diesen Jungen waren sie gut. Ha! Sie ließen ihn im Stich, als er seinen Fuß verletzte. Nun, 30-30, so sind sie nun mal. Jeder kümmert sich um sich selbst, oder nicht? Nun, mein Sohn, wir helfen dir, deine Dingos zu finden. Mir helfen? Wildchild braucht keine Hilfe. Dingos sind meine Freunde. Ich finde sie. Und dann werde ich dich mit in die Stadt zurücknehmen und herausfinden, warum du vor uns weggelaufen bist. Dingos sind frei. Wie der Wind. Ich gehe nicht mit dir. Das werden wir schon sehen. Sie haben eine deutliche Spur hinterlassen. Es wird leicht sein, ihnen zu folgen. Gehen wir. Komm, mein Sohn, steig auf. Ich gehe nicht mit dir. Ich reite mit dir. Oh, Junge, stampfen wir sie ein. Wo sind sie hin? Seht mal, ein Tunnel. Passt auf, Dingos, jetzt kommen wir! Nun, seht euch das doch einmal an! Die verlorene Stadt. Ich nehme an, die Dingos benutzen diesen Ort als Versteck und du würdest uns eine Menge Arbeit ersparen, wenn du mir sagen würdest, wo. Niemals. Du willst Dingos? Dann such sie. Nun, Big Partner, stell dich lieber auf Kampf ein. Wird aber auch Zeit. Jetzt schnappe ich mir ein paar von den bösen Kerlen. Ich glaube, es ist Zeit für mich zu fliehen. Dein kleiner Freund ergreift die Flucht. Willst du jetzt nicht bei uns bleiben? Bitte. Nun, vielleicht bleibe ich doch noch ein bisschen länger bei euch. Was sehen meine Augen? Was passiert? Big Partner, wo bist du hin? Gerade war er noch hier. 30-30, wo bist du? Das möchtet ihr wohl gerne wissen. Wer bist du? 30-30, wo bist du? Könnten die Dingos ihn nicht irgendwie verschleppt haben? Was ist, Wildchild? Du weißt etwas, ich fühle es.
Wer lacht da? Ich weiß nicht, aber ich kann's riechen. Es ist kein Dingo, ganz fremd, kein Mensch. Nicht euer Pferd 3030. Du kannst den Unterschied zwischen ihnen riechen? Ich kann alle Dingo-Sachen. Scheint so, als seist du nicht der Einzige mit Tierkräften. Da hast du recht. Meine wurde mir gegeben. Er hat seine gelernt. Er spürt 3030 auf. Vielleicht den Weg. Aber wo genau kannst du uns den Weg zeigen? Vielleicht. Aber was passiert danach? Mit meinen Freunden und mir. Was meinst du, Richterin? Können wir einen Handel machen? Nicht, wenn es bedeutet, dass Sie ein Gesetz dabei übertreten. Versprochen. Ich sag Ihnen, nicht das Gesetz übertreten. In Ordnung. Zeig uns den Weg. Oh, Himmel. Das ist ja riesengroß hier. Wer er auch ist, was glaubt er, ist daran so komisch? Dein dummes Gesicht, Mensch. Derselbe Geruch. Er ist es, der deinen Freund genommen hat. Passt auf! Wer auch ist, er schießt. Nicht schlecht, Mensch. Du bist schnell mit deinen Füßen. Geschwindigkeit des Pumas. Wo bist du? Zeige dich. Sehr schnell! Oh, hier bin ich! Siehst du, was ich meine? Was ist das? Muss ein außerirdisches Geschöpf sein. Nein, kein außerirdisches Geschöpf. Jetzt erkenne ich ihn. Es ist Sarko, der Jäger, der letzte der Alten. Einer von denen, die diese Stadt damals bauten? Ja. Ich habe ihn noch niemals gesehen, aber ich kenne seinen Geruch. Er lebt allein, stört niemals Dingos. Du kannst seinem Geruch folgen? Hier drüben, Mensch! Brauchst du eine Brille? Was willst du? Hey! JB! Und nun, Sarko, reicht es mir? Tu ihr nicht weh! Wild Child! Sarko, der Jäger! Was jagst du, Kinder? Ich hab ihn nicht bedroht. Warum hat er mich angegriffen? Er kennt die Frau doch kaum. Warum hat er sein Leben für sie riskiert? Weil sie nett zu ihm war. Darum. Und jetzt erzähl mir, wer du bist und was du mit meinen Freunden getan hast. Du forderst mich raus, Mensch. Entweder bist du tapfer oder sehr dumm. Das siehst du falsch, Partner. Ich bin das Gesetz. Ich bin mein eigenes Gesetz. Ich bin Sarko, der letzte meiner Rasse und der mächtigste Jäger des ganzen Kosmos. Sieht aus, als würdest du nur Menschen jagen. Du und die anderen Erwachsenen seid gutes Wild. Dem Jungen wollte ich nichts Böses. Wie könnte ich auch? Er erinnert mich an jemanden, den ich einst sehr liebte. Niemand macht seine eigenen Gesetze, ohne andere Menschen dabei zu verletzen. Sarko, als Marshal von New Texas, verhafte ich dich hiermit. Gehen wir. Energiehandschell! Du denkst, du könntest mich wirklich verhaften? Du meinst, ich kann's nicht. Zeig mir das Gegenteil. Meine Energieringe werden es dir zeigen. Hast du genug? Ja.
Wenn dieser Junge nicht mein Herz erweicht hätte, würde ich dir keine Gnade erweisen. Das hat schon mancher versucht und später gewünscht, er hätte es nicht getan. Du beweist Mut, aber für den kleinen Jungen, der schwach ist, bedeutet es noch viel mehr Mut. Ich hatte einen Sohn ebenso mutig wie er. Was ist passiert? Er kam um, während er mein Leben rettete. Ich hab ihn so geliebt. Und ich liebe meine Freunde. Ich will sie zurückhaben. Kein Geschwätz mehr. Dann fange ich an zu denken. Ich aber muss jagen. Dennoch werde ich dir eine Chance geben. Wenn ich mich ausgeruht habe, jage ich dich. Du kannst ja versuchen zu entkommen. Oder du kannst mich jagen. Zarko, wo bist du? Antworte mir! Wo sind meine Freunde? Schaman, kannst du mich hören? Ich bin hier, mein Sohn. Hast du es gesehen? Weißt du? Aber natürlich wäre ich sonst Schaman. Was muss ich tun? Ich weiß nicht, ob ich diesen Zarko bezwingen kann. Er ist stark, aber ich muss ihn bekämpfen, um meine Freunde zu retten. Du sagst, du müsstest kämpfen. Muss denn Kampf die Antwort sein? Wie kann ich sie sonst retten? Du musst Zarko lehren, dass es noch einen besseren Weg gibt, den Weg der Liebe. Liebe? Ich verstehe nicht, Schaman. Du wirst es verstehen. Gewalt ist schwach. Liebe ist stark. Liebe? Der glühende Ball! Die gute Lady, was ist mit dir passiert? Wenn wir Zarko finden, könnten wir versuchen, sie und meinen Freund 30-30 zu befreien. Hilfst du mir? Ich werde dir helfen. Komm. Ich finde ihn. Zarko ist da. Ohren des Wolfes! Bleib hier. Ich will nicht, dass du wieder verletzt wirst. Schon wieder zurück, Mensch? Ich will meine Freunde holen. Ich werde dich nicht angreifen, Zarko. Dann wirst du verlieren. Wo ist meine gute Lady? Lass sie frei! Nein, geh zurück! Es ist zu gefährlich! Wir müssen das Kind retten. Ich verstehe nicht. Du musst Zarko den Weg der Liebe zeigen. Wähle, Zarko. Benutze deine Gewalt gegen mich oder lass die Liebe, die du für deinen Sohn hattest, diesen Jungen retten. An den Schalter, dreh ihn ab! Ich bin froh, dass dir nichts passiert ist, Junge. Was habe ich da gesagt? Du hast mein Herz erweicht. Ich bin nicht mehr Zarko der Jäger, nur noch der Mensch. Du bist ein tapferer Mann, weil du mir ohne Angst gegenübergetreten bist. Für dich muss ich ein Dummkopf sein. Überhaupt nicht. Aber wenn du dich wirklich geändert hast, lass auch meine Freunde frei. Gute Lady. In Ordnung, Zarko. Du und ich werden uns mal kurz unterhalten. Beruhige dich, Big Partner. Wir haben noch ein paar Dinge zu regeln, Zarko. Ich verhafte dich, weil du meine Freunde entführt hast und bringe dich nach Fort Kerium. Dort wartet dann eine Zelle auf Zarko, den Jäger. Oder Zarko, der Mensch, lässt die Liebe in sein Herz einkehren und bereitet ein Zuhause für einen Jungen, der einen Freund braucht. Vielleicht sogar einen Vater. Das tue ich gern. Wenn der Junge mir verzeiht, dass ich ihm wehgetan habe. Dingo-Leute haben ganz gut für Wildschalt gesorgt, aber... Aber sie sind zu anderen Leuten böse. Ich möchte einen Freund haben, der gut zu mir ist. Pff,
Bei der heiligen Sarah Jane, wie bist du nur darauf gekommen? Oh, nur etwas, was Schaman sagte. Liebe mag zwar schwach erscheinen, doch sie ist das Stärkste von allem. War wohl der falsche Tag, um Leute ins Gefängnis zu bringen. Ich wünschte, wir könnten alle Tage so beschließen. Wisst ihr, Freunde, heute hat mich der Schaman an etwas ganz Wichtiges erinnert. Du sagst, du musst kämpfen? Warum muss Kampf immer die Antwort sein? Wie kann ich sie denn sonst retten? Du musst Zargo den besseren Weg lehren, den Weg der Liebe. Das stimmt. Liebe bedeutet auch, vor anderen Leuten Respekt zu haben und mit ihnen zu sprechen und auch ihre Ansichten anzuhören. Das ist allemal besser als zu kämpfen. Also, bis zum nächsten Mal.